Hier ist wieder Ihre Emma Stapel mit einem DSTV direkt. Heute von einer Rednerveranstaltung zum Thema Verbotsverfahren mit dem NPD-Prozessbevollmächtigten Peter Richter, der auch Mitglied im Parteivorstand ist. Peter, wie sind deine Gefühle bezüglich des Verbotsverfahrens? Also ich habe für das Verbotsverfahren hier ein sehr gutes Gefühl. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine Partei, die nichts Verbotenes tut, eben auch nicht verboten werden kann. Wenn man sich die Materialsammlung des Bundesrates anschaut, dann sieht man ganz deutlich, dass es hier nicht darum geht, eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzuwehren, sondern eben nur darum, eine missliebige politische Partei wegzuverbieten. Eine Partei, die sich zu Volk und Heimat bekennt. Das wollen die multikulturellen Extremisten hier in Deutschland offensichtlich nicht haben und missbrauchen daher das Instrument des Parteiverbotsverfahrens für ihre politischen Zwecke. Wir können nachweisen, dass wir weder Gewalt anwenden noch zur Gewalt aufrufen, sondern eben einfach nur eine andere politische Weltanschauung vertreten, die wir mit demokratischen Mitteln durchsetzen wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass in Karlsruhe so etwas verboten werden wird. Dann ganz herzlichen Dank für die Einblicke und natürlich weiterhin ganz viel Erfolg. Vielen Dank.